Wir sind hier also wieder an einer Strecke, die berühmt ist für beeindruckende Bilder und spannende Kämpfe um Ruhm und Ehre. Mal sehen, wer heute beim großen Preis von Bahrain im Rampenlicht stehen wird. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links, Turn 10, zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Leclerc, Sebastian Vettel und Ricciardo. Albon, Stroll, Sainz Jr. und Pierre Gasly. Norris, Ocon, Sergio Perez und Kvyat, Raikkonen, Magnussen, Antonio Giovinazzi und Jordan King. Grosjean, Russell, Latifi und Richter. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Jo. Dann sind wir drin. Ja, es war wieder ein bisschen was länger mit dem Laden und wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FN 2020 und hoffen wir mal, dass wir heute gutes Ergebnis rausholen. Die Strategie brauche ich nicht bearbeiten, das gehen wir so hin. Und dann geht's los ins zweite Saison. Ich hoffe, das war jetzt... Ah, wieder keine Anführungsrunde, ne? Keine Antwortrunde. Weil du uns schimpflich mich so weit rausdrängst, dass ich nichts machen kann. Sind wir wieder auf 22. Den muss ich jetzt ausweichen. Was ist denn heute los mit der KI heute, ey? Die bremsen plötzlich so lange, dass ich nicht vorbeikomme. Also Mutter, du kommst hier überhaupt gar nicht vorbei. Naja, müssen wir es versuchen. Alright, let's focus now for the rest of the race. Zumindest Hölle soll ich auch nicht fahren. So, mal gucken, ob ich jetzt kassieren kann. Ich war nämlich eigentlich schon vorbei. Da lässt mich nicht vorbei, oder was? So, jetzt habe ich dich. Oder auch nicht. Ach, das ist doch nicht wahr. Ich komme nicht vorbei in dem Auto, ne? Wenn ich vorbei bin, dann verhängt es mich. Hau ich mich.
Und wieder das gleiche. Wieder verbremst. Ey, das. Ja, ich, genau, ich habe eine Kollision. That was far too aggressive. Clean passes only. We don't want a penalty. Okay, dann muss ich es anders jetzt richten. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, jetzt habe ich die beiden Williams natürlich vor mir. Die will ich ja weiter irgendwie kassieren noch. Die will ich auf jeden Fall hinter mir lassen. Ich muss besser zur Kurve rauskommen, aber immer wieder wird er wegkommen, der den Teamkollegen da davor hat. Der hat noch ein Auto davor hängen. We're approaching the pit window. Keine Chance momentan. You'll be on the mediums. Also, wenn ihr euch zwei da vorne ein bisschen behakt, dann nutze ich, versuche die Chance, vielleicht zu nutzen, vorbeizukommen. Zu machen gerade, weil die beide mich nicht vorbeilassen. Also mehr oder weniger. Jetzt. Wieder nicht, ey. Ich komme an diesem letzten Platz nicht weg. So, es ist gerade ein bisschen. Ne, ich komme nicht weg. Keine Chance. Der zieht mich auf der Gerade trotz DRS ab. Na gut, weil er selber hat. A new strategy is available on the MFD. Musste da immer vorbei jetzt. Understood, copy that. Vorne wird es eh nichts geben. Da hinten werden wir uns jetzt gleich wieder kassieren. Hier. Na, wo ist das Auto? Clear. Es war leider hinter uns. Ich muss jetzt die beiden Williams packen. Keinen Schinken, kein Schinken, da irgendwie ranzukommen.
We're gonna box this lab. Push hard on the in-lab. Ja. Klar, die Strafe hätte die ersten Boxen drin. Bin ich ein bisschen mal. Die Box ist doch vielleicht noch ein Tick verzögerer. Und dann vielleicht beim DS an dem Auto vorbeigehen kann. The car behind has boxed for the mediums. Car behind on the medium tire. Oder ich kassiere den auf der Strecke. Das wäre natürlich auch ein Versuch wert. So, das war das Wichtigste, dass ich den noch kassiert habe vor der Strecke. So, jetzt auch noch einen Stop. Go, exit now. We're racing on the exit. Warte hier, bis der Wack vorbei ist. Ich habe hier so schön vorbeigearbeitet. Jetzt habe ich ihn wieder vor der Nase. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Mal gucken. Wie ich gedacht habe, ich heute mit dem Williams zweite. Oh, der Teamkollege ist in der Box. Jordan is coming in for a stop. Ich glaube auch nicht, dass es reichen wird. Der wird wahrscheinlich auch nicht davor landen. Heute wird er mich packen. Jo, das war mit Abstand hier in dieser Gruppe da drin, die vorne da ist. Muss ich richtig auf die Bremsen gehen. Meine Boxen ganz. Ich habe schön vorbeigearbeitet in der letzten Kurve. Meine Boxen kommen einfach kommen, wir warten noch, bis der Wagen vorbei ist. Kann ich nicht momentan an dem Auto vorbeizukommen.
So, hoffentlich jetzt. Das ist nicht wahr, ne? Ich komme nicht an diesem Auto vorbei. Den kriegt er mich jedes Mal wieder. Five laps of fuel remaining. So, vielleicht jetzt mal mit Runde, gehen Runde 10. So, irgendwann ist es mir auch zu blöd. So, jetzt habe ich das Auto Gott sei Dank kassiert. Schade. Es sah eigentlich sehr gut aus nach dem Qualifying, nach dem zweiten freien Training, wo wir dann auf einmal in der Top 10 standen. Aber dann irgendwie. So, nach vorne wird es wahrscheinlich nichts mehr werden. Das ist der Teamkollege da vorne, aber mal gucken. Da habe ich mich so lange mit dem Williams geschlagen müssen. Das hat mir jetzt richtig immer Zeit gekostet. Kommen die vorbei? Immer wieder haben sie mich in kassiert. Ich brauche jetzt einen Abstand, 3,6 Sekunden. Ja, das ist fast nicht möglich, oder? Wenn ich einmal schön die Tür zumache, dann war ich wieder weg. Dropping back, we're seeing a gap form. Das ist Strafe. Die ich mir was kann. Also mir fährt man die Karre. Dann sagt er, ja komm, kriegst du auf 5 Plätze Strafe. Wäre so schön weit da vorne gekommen. Wäre 2-3 Plätze weiter vorne gewesen bestimmt. Ja, vor allem die nächste Woche neue Strecke. Three laps of fuel remaining. Ich weiß, kriege ich den jetzt kassiert noch irgendwie. Thank you.
3 Runden noch. Ja, da müssen wir mal gucken. Im Top-Tier wird es wahrscheinlich nicht reichen, zu schnell. Aber gucken. Gap to car in front is 3.8 seconds. Ach, mal Sekunden. In erster Linie haben wir ja ein Ziel erreicht, das wäre halt lieber Brad Williams hinter sich ziehen zu lassen. Aber mehr leider auch nicht. There's only one lap of fuel remaining. Ich glaube, hier nach hinten wird immer größer. Das heißt, da kommt jetzt hoffentlich keine Gefahr. Aber nach vorne, das ist es halt, ne? Ich komm nicht. Weil da nach vorne geht's nicht. Naja. Gibt doch solche Rennen. So, letzte Runde. Wenn nichts weiter passiert, wird das Rang 20 werden. This is your final lap of the race. Hat einen super Auftakt in Australien. Einen guten 15. Platz ist es hier. Wohl nur der vorletzte Platz. Und Hamilton gewinnt das zweite Rennen. Und holt damit die volle Punktzahl, aber wir mühen uns hier Rang 20, wenn nichts weiter passiert. Und 19 und 20, ne? 15 und 17 war der Auftakt und jetzt doch eher am Ende des Feldes. Leider war die Strafe zu groß, die wir da bekommen haben. Die ich schon gerechtfertigt halte. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Naja, ja, ist dann halt so. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren.
Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Naja. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert hat. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Am Ende waren es 4 Sekunden oder so. Egal. Soll vorkommen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Was? Oh, leck mich doch. Woran glauben Sie, lag es, dass Sie heute nicht so schnell waren wie Ihr Teamkollege? So, das war halt. Das war halt nicht mal. Das sauberste Rennen, oder? Klasse, das war dann alles. Ja. Naja, ist halt jetzt mal so. Okay. So, nächste Rennen ist dann Vietnam, richtig. Das neue Rennen. Es wird lustig, weil vor allen Dingen. Ich kenne die Strecke nicht. So. Und jetzt gucke ich mal, ob ich gerade irgendwas umsetzen kann. Aha. Nicht. Richtung. So, gucken wir mal. Haben wir da ein Sponsoren-Event rein? Haben wir da ein E-Sports-Event rein? Und da kann man noch ein bisschen trainieren. Gut, dann mache ich hier Feierabend und wir sehen uns Freitag wieder.